Hi Leute, was geht? Mein Name ist Joel und ich begrüße euch alle herzlich zu einem neuen Video. Heute nehme ich euch mal mit nach Bonn zum Kunstmuseum. Und zwar ist dort eine Kunstausstellung zum Thema Mode, die heißt Dresscode. Da geht es im Prinzip um die Subkulturen in Japan, woraus dann verschiedene Styles entstanden sind. Japan ist ja auch eigentlich eher so ein Arbeiterland wie Deutschland, wo dann jeder nur mit Anzug rumläuft. Und durch die ganzen Subkulturen, beispielsweise Punker oder Anime, haben sich dann verschiedene Styles etabliert. Soll ganz interessant sein, da sollen auch einige ja so Designer-inspirierte Sachen dabei sein, beziehungsweise auch Designer-Sachen, die halt ja so eine politische Richtung gehen, die so ein Statement sein sollen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich nehme euch den ganzen Tag mit und zeige euch so, was da abgeht. Und falls ihr euch gerade wundert, warum hier die Lightboxen an sind, und zwar habe ich gerade versucht, ein Video für euch zu drehen, nur dann ist mittendrin halt der Akku leer gegangen von dem Funkmikrofon, also von dem Lavalier-Mikrofon, und ich kann das Ganze abbrechen und muss die ganze Kacke jetzt aufladen und später nochmal neu drehen. Macht nichts. Das Video ist dann ein Latest Pickups von Frühling bis Sommer. Dann zeige ich euch meine Anziehsachen, die ich so geshoppt habe in letzter Zeit. Drehe ich dann nochmal neu ab und kommt dann darauf die Woche. Ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal was zu essen, weil ich habe schon leicht Hunger. Wir haben jetzt ein bisschen später als 1 Uhr. Ich treffe mich um 15 Uhr mit meinen Kollegen. Also ich fahre um 15 Uhr hier los und hole ihn ab und dann gehen wir von ihm aus dann nach Bonn. Kurzer Essenscheck, und zwar habe ich mir heute Morgen Gemüse geschnitten. Da drin sind jetzt hier Tomaten, Gurken, Paprika und halt Salat, dieser Fertigsalat aus der Tüte von Aldi. Dann kommt auch noch hier so ein Salatdressing, ist ein Joghurtdressing. Kommt dann noch eine Packung Thunfisch rein und Mais. Wird dann alles vermischt und müsste dann sehr gut schmecken. Ja, ich esse das jetzt auf und melde mich danach zurück. Ich habe jetzt gerade aufgegessen und habe mir jetzt ein Outfit rausgesucht, was ich anziehen werde. Und zwar werde ich zum Museum einen schwarzen Blazer anziehen, also diese schwarze Stoffhose. Dann noch das Blazer-Oberteil, das ist dieser Doppelreiher, den ich auch manchmal trage. Oh, seht ihr gar nicht. So sieht's aus. Und dann kommt noch ein weißes T-Shirt dazu. Habe ich dann hier hängen. Einmal das ganz normale, schlichte Uniqlo-T-Shirt. Dann ziehe ich noch meine neue Tasche dazu an. Und auch noch die weißen Schuhe hier. Die Adidas Oswego. Könnte ganz cool aussehen. Kurzer Outfit-Check, und zwar sieht das Ganze so aus. Das ist momentan so mein Drip. Eher so ein bisschen herrenlastig, aber halt trotzdem halt anders. Von der Silhouette her etwas breiter. Ja, ganz schlicht gehalten, zeitlos, minimalistisch. Das ist momentan mein Style, den ich fahre, den ich cool finde. Heißt ja auch Minimal Menswear. Und ja, die meisten verstehen darunter so Clean Outfits. Ja. Ich bin mal gespannt, wie ihr das Outfit findet. Schreibt es mal gerne unten in den Kommentaren. Und ich muss jetzt gleich auch schon los, schon spät. Und wir sehen uns dann gleich wieder im Auto. So, meine Freunde, ich fahre jetzt zu meinen Kollegen, hole den ab und dann fahren wir zusammen nach Bonn. Das dauert ungefähr eine Stunde. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in Bonn. Ciao, ciao. So, wir sind jetzt hier angekommen in Bonn. Die Fahrt hat insgesamt 2 Stunden lang gedauert. Es war richtig anstrengend, weil ja überall Stau war. Es war genau zu Feierabendverkehr. Ich zeige euch mal kurz hier die Location. Sieht richtig, richtig schön aus. Hier kann man coole Fotos machen mit so einer cleanen Wand. Oder hier an so Säulen. Sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Wir machen jetzt noch hier ein paar Fotos und dann gehen wir in die Veranstaltung rein. Wir sind jetzt fertig mit dem Fotoshoot und gehen jetzt ins Museum. Also so sieht der Eingang aus. Kunstbonn-Museum. Wir haben natürlich vorher Tickets online gekauft. Haben, glaube ich, 8 Euro gekostet mit Ermäßigung, also wenn man Student oder Schüler ist. Und ja, mal gucken, was da drin uns so erwartet. So, Freunde, wir sind jetzt aus der Veranstaltung raus. Wir waren ungefähr eine Stunde drin, also sind da rumgelaufen. Was konnten wir da sehen? Wir haben da verschiedene Designer gesehen, verschiedene Kleidungsstücke, auch Fotos. Ich persönlich fand die Fotos am besten, weil, also da waren teilweise so Fotos von vergangenen Trends,
die schon 2000, die in den 2000er waren oder halt noch früher. Man hat schon gesehen, ja, die kommen irgendwie teilweise auch alle zurück, vielleicht so in anderer Form, aber ja, sie kommen auf jeden Fall alle wieder zurück. War ganz lustig anzusehen, weil man auch teilweise so Sachen hatte. Das fand ich eigentlich so am coolsten bei der Veranstaltung mit den Anziehsachen, die da ausgestellt wurden. Von den Designern konnte ich jetzt persönlich nicht so viel anfangen, aber war auf jeden Fall mal schön zu sehen. Hat insgesamt jetzt 8 Euro gekostet. Wie gesagt, war hier in Bonn an der Bundeskunsthalle, heißt das doch, oder? Mhm. Bundeskunsthalle. Ja, wie fandest du das? Ja, war echt interessante Ausstellung. Gab es ja echt schon, wie Joel meinte, viele Collagen, die halt echt kreativ waren, die gut zusammengestellt waren. Auch sehr viele Fashion-Outfits von Designern, die er gesagt hat, von Dior bis hin zu Fendi, Wendy, kam jetzt ausgesprochen wird. Was gab es noch? Comme des Garçons, sehr viel. Ja, stimmt. Von, japanische Designer. Miyake, also hauptsächlich sehr viele japanische Designer und Marken, was auch echt den Stil des der Moderne trifft, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Und auf jeden Fall echt interessant. Also wenn ihr Bock drauf habt, auf Mode generell. Dann schaut da mal vorbei. Ja, mach. So aus. Wir waren übrigens vorhin am falschen Eingang. Egal. Wie gesagt, wir sind jetzt fertig. Wir gehen was essen. Wir wollten zu Chata gehen, uns einen Köftespieß holen, treffen uns wahrscheinlich noch mit Kollegen. Und das war dann auch schon der Bonn-Trip, beziehungsweise der Vlog. Ich melde mich wieder, wenn ich zu Hause bin. Und bis dahin, ciao, ciao. Ja, mittlerweile 23:30, ich bin zu Hause angekommen. Ey, das war gerade noch ein richtiger Film auf dem Rückweg. Und zwar haben wir ja noch bei Chata was gegessen. Ich habe mir ein Sandwich geholt mit Köftespieß, mein Kollege in Dürüm. War ganz okay, also Preis-Leistungs-Verhältnis. Würde ich jetzt nicht weiterempfehlen, weil es irgendwie nichts Besonderes. Jedenfalls auf dem Rückweg, wir fahren circa ungefähr 1,5 Stunden zurück nach Hause, ist die Motorkontrollleuchte angegangen von meinem Auto. Und normalerweise sollte man da ja nicht weiterfahren. Und ich habe auch schon ganze Zeit auf dem Weg gemerkt, so das Auto ruckelt ganze Zeit und hat nicht mehr so viel Leistung. Jedenfalls konnte ich jetzt auch nicht wirklich stehen bleiben und bin dann weitergefahren. Das Auto hat jetzt auch noch ganze Zeit gehalten. Ich habe aber schon auf jeden Fall Respekt gehabt und hatte Angst, dass wir irgendwie stehen bleiben, weil ich hatte darauf gar keinen Bock, so mitten auf dem Weg stehen bleiben, irgendwie, keine Ahnung, so lang gefahren und dann erst so spät zu Hause ankommen und dann noch irgendwie auf der Strecke stehen bleiben. Wie gesagt, hatte ich echt keinen Bock gehabt. Ich bin noch kaputt. Ich gehe jetzt mich umziehen, mich waschen und gehe dann auch schlafen. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder hier auf YouTube. Falls euch so ein Format gefallen hat, also so ein Vlog, dann schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Vielleicht mache ich dann sowas öfters, wenn das gut bei euch ankommt. Ja, ansonsten bis nächste Woche. Ciao, ciao.